dass ihr wieder dabei seid. Ja, es gibt ein neues Update von Jenny. Jenny habt ihr ja schon ganz oft in den Videos bisher gesehen. Ich glaube, wir haben ein Neuerstellungsvideo gehabt, dann nochmal ein Pflegevideo und nochmal dein Zuschauervideo. Ne? Genau. Das war das so. Und heute hat Jenny ihren Pflegetermin. Es geht darum, erzähl doch mal, worum es geht. Worum geht's? Also erstmal möchte ich wieder die Haare schön haben, aber es geht darum, dass meine Echthaar-Extensions, die ja in Platinblond sind, die sind halt ein bisschen spröde und teilweise auch schon wirklich ein bisschen dünn und rissig. Und die werden nicht mehr lange halten. Ein paar sind mir auch schon leider abgegangen. Und deswegen habe ich mir überlegt, weil ich meine Haare sowieso nicht färben möchte und meine Extensions ja auch nicht für immer drin bleiben sollen, ist mir die Haltbarkeit da wichtiger als Echthaar. Deswegen habe ich mich entschieden, ich nehme dann doch das Henlon-Haar zum Flicken oder zum Neuerstellen, also je nachdem, wie du das jetzt siehst und machen möchtest. Ja, das werden wir auf jeden Fall damit reinkriegen. Also ich tippe mal, dass wir da auf jeden Fall verlängern werden. Das ist ja dann wieder diese dieser Übergang und nicht der von den normalen Extensions. Das heißt, ich werde mir da eine Strähne nehmen, die durchziehen, aber das werdet ihr nachher ja alles sehen. Dafür machen wir ja dieses Video. Genau. Das ist ja das, was Jenny gerade beschrieben hat, ist genau das, was ich neulich mal in einem meiner Videos erzählt habe, was die blondierten Echthaar-Extensions angeht. Das ist halt das Problem, dass die tatsächlich sehr anfällig dafür sind, nicht ewig lange zu halten. In deinem Fall war es jetzt echt nicht lange. Acht Monate. Ja, genau. Ja. Und da kann man dann halt entgegenwirken. Entweder man macht es direkt mit diesem Henlon-Haar oder eben, wenn man unbedingt Echthaar möchte, muss man das halt dann machen. Aber einem muss klar sein, dass es dann ersetzt werden muss, entweder wieder durch neue Echthaar-Extensions, was natürlich auch nicht so ganz billig ist, wenn man das jetzt so oft machen muss, oder eben einmalig dann mit Henlon-Haar, weil das funktioniert halt wirklich gut, das entwickelt sich super. Ich habe meinen Undercut selber mit Henlon-Haar gemacht. Ich kann euch davon nachher auch nochmal ein Foto zeigen, wie sich das so entwickelt hat mit den einzelnen Dreads. Und ich finde, das verhält sich schon sehr natürlich. Es gibt natürlich auch bei Henlon-Haar wirklich Qualitätsunterschiede, da muss man auch drauf gucken. Das Gute, was ich jetzt habe, das entwickelt sich tatsächlich hervorragend. Die Spitzen werden schön mit eingefilzt und sehen auch irgendwann wirklich schön natürlich aus. Und selbst nach dem Waschen, auch nach mehrmaligem Waschen von Henlon-Dreads, kann ich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie künstlich oder sich auch nicht künstlich anfühlt. Also das muss ich sagen. Da habe ich sogar eine Frage direkt zu. Ja. Und zwar das Henlon-Haar, also du sagtest gerade, das entwickelt sich. Soll man das Henlon-Haar auch mit dem Conditioning-Oil von Dolly Locks pflegen oder eher nicht? Oder das würde ich, glaube ich, nicht machen. Tightening-Spray auch nicht? Also ich glaube, ich würde es nicht machen, weil ich glaube, dass es nichts bringen wird in dem Sinne. Aber ich kann es dann ganz normal mit Dolly Lock Shampoo waschen. Ja, das würde ich, also das mache ich ja auch. Ich wasche meine Dreads immer, ich benutze auch das Dolly Locks Shampoo, wollte ich sagen. Da kann ich jetzt auch nur sagen, dass das super funktioniert. Das macht damit auch nichts, außer dass es halt auch wieder sauber und frisch ist. Aber um nochmal eben auf deine Frage gerade zurückzukommen mit dem Conditioning Öl oder dem Tightening Spray von Dolly Locks. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich glaube aber nicht, dass das irgendeine Wirkung hat, weil es ist ja etwas Künstliches. Ja. Vielleicht wird es noch ein bisschen stumpfer, das könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, weil ja dann auch diese Partikel von dem Tightening Spray da drauf sind und die sind dann ja da drauf und tun ja irgendetwas, denke ich mal. So, wie das Henlon-Haar dann darauf reagiert, müsste man mal ausprobieren. Das ja, also wenn was Wildes wird nicht passieren, was Schlimmes, glaube ich. Okay. Ja, wenn es das sowieso, also es ist ja nun mal ein bisschen robuster und dann ist es ja vielleicht ja, auch gar nicht nötig. Ja, eben, genau. Also dann kannst du es halt am besten, wenn du das benutzen möchtest, das Zeug auf diese, auf deine gedreadeten Dreads Längen. Ansätze geben. Ja. Genau. Ja, Zöpfchen hast du dabei. Dann hast du noch vor, dass ich dir deinen Undercut mitdrelle. Genau. Der ist jetzt zeigbar. Warte, ich muss hier mal das Tuch abmachen, damit du auch gucken kannst. Ja, so sieht man es. Also hier haben wir jetzt ungefähr so eine Länge.
Also sind gemessen 11 cm. Ja, gehen. Ich guck gleich mal, ob das von der Masse reicht, so ein bisschen. Aber ich denke schon, dass wir das hinkriegen. Ich muss mal die Extensions sehen, die du dafür mit hast. Ja, die sind auch. Dann kann ich da nicht nehmen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, noch einmal vor längerer Zeit echter Extensions für den Undercut bestellt. Ja. Die sehen auch wieder super aus. Ah ja, Jana. Die sind auch schön dünn, das denke ich. Genau, die sind schön dünn und wie gewünscht mit geschlossener Spitze. Hier seht ihr nochmal die schönen Extensions von der Diana, Dread Extensions Leipzig. Das ist ja traumhafte Arbeit. Traumhafte Arbeit und Diana macht für meine Kunden immer die Extensions. Also wenn ihr bei mir Kunde seid, könnt ihr Dread Extensions Leipzig anschreiben bezüglich Extensions, wenn ihr da Wünsche, Ideen oder sonst was habt. An dieser Stelle liebe Grüße, Diana! Ja gut, dann haben wir ja super Material für den Nacken genug auf jeden Fall, für die Längen, da gucken wir auch gleich. Und Pflege ist auch noch mit drin, also wir werden heute den ganzen Tag zusammen verbringen. Wenn ihr wollt, auch mit euch zusammen und ihr bleibt einfach dran, wenn es euch interessiert. Und wir gucken mal, was der Tag so bringt. So, wir haben natürlich wieder angefangen ohne euch, wie immer. Ich bin hier aber jetzt schon mal hinten im Nacken angekommen und Jenny hat ja auch von mir Single-Ended Extensions noch bekommen, um mehr Fülle zu haben. Das hier haben wir jetzt schon fertig, erstmal die Ecke. Hier habe ich gerade schon Single-End wieder nach oben geschoben, weil die ja auch rauswachsen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier gerade mal so ein Beispiel Dread und zwar ist das so, hier ist der Dread. Und hier dieses Single End war hier am Ansatz. Das ganze Stück ist schon wieder rausgewachsen und jetzt wollen wir eben diesen Single End wieder nach oben schieben. Und ich zeige euch mal, wie ich das so mache, damit das halt auch jedes Mal wieder funktioniert, dass man ihn nach oben schiebt. Außer man sagt, es ist mir egal. Ich möchte, dass der einfach mit einem Ende unten in zwei Enden, also mit zwei Enden endet und einen Anfang hat. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Hat man das jetzt verstanden, Jenny? Auf jeden Fall. Gut. Also ich habe es verstanden und das heißt, das versteht jeder. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall seht ihr, der ist jetzt ja noch so befestigt, wie er war. Ich habe den hier gerade schon ein Stückchen rausgezogen. Eigentlich wäre diese Delle natürlich nicht da. Es ist jetzt nur schon mal vorbereitet für mich, dass ich es eben rausziehen kann. Wir ziehen also diese Extension hier oben aus ihrem ursprünglichen Löchlein raus, wo sie war. Und dann können wir sie am Dread hier auch runterziehen und dann können wir sie erstmal abmachen. So, da haben wir sie. Nein. Die gebe ich dir mal ganz kurz. Danke. Und jetzt geht es natürlich erstmal dran, diesen Dread hier wieder vernünftig zu machen und dann werden wir gleich den Single End wieder da drauf setzen. So, ich muss hier einmal kurz vorher. So, wie immer natürlich diese kleinen schönen Durchziehwerkzeug. So, jetzt wollen wir hier aber erstmal weitermachen. Jetzt machen wir erstmal diesen Dread hier wieder fresh, um dann gleich das Ganze mit dem Single End oben wieder dran zu machen. So, ich bin jetzt hier in der Mitte angekommen. Wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, beziehungsweise Jenny hatte das ja erzählt, dass die Extensions unten jetzt anfangen, sich etwas auszudünnen und einfach brüchig werden oder auch schon mal abgerissen sind. Wir haben gerade festgestellt, der Übergang von Extension zu ihrem Haar, also wo es befestigt ist, der ist echt super. Also da ist irgendwie gar nichts zu verbuchen. Das ist tatsächlich weiter unten in den Längen der Fall. Aber wir haben jetzt gerade gesagt, das hier zum Beispiel ist so eine Stelle, die ist recht dünn. Und ich habe Jenny vorhin schon, das zeige ich euch gleich nochmal genauer, habe ich schon mit Henlon-Haar hier Strähnen gemacht. Das sind diese hier. Und da habe ich unten an der Spitze ein bisschen was eingekürzt, was so frimselig war. Und dieses Frimselhaar, das haben wir hier, da. Und das werde ich jetzt an so eine Stelle zum Beispiel einbauen und mal gucken, dass das vielleicht verstärkt. Und wir prüfen mal demnächst, du beobachtest das auch einfach, Jenny, und guckst dir mal an, wie sich das so entwickelt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das sonst auch noch Halt gibt. Und gut ist, um solche Stellen zu reparieren. Mit Echthaar geht das ja sowieso ziemlich gut. Aber in diesem Fall, wo das Echthaar schon so brüchig ist, habe ich ehrlich gesagt den Eindruck, dass das Henlon-Haar das viel besser halten wird und dass das dadurch dann nicht so schnell reißt. Also das ist jetzt mal so unsere Experiment. Ja, unser Experiment, wo wir jetzt mal gucken werden, wie sich das verhält. Mhm. Ihr kennt ja auch schon Jenny aus den vorherigen Videos. Jenny macht uns ja auch immer mal gern ein Update und schickt dann Videos.
darüber und von daher können wir das hier eigentlich mit dir gut machen. Mhm. Weil du da ja auch irgendwie, du hast ja immer Spaß daran, deine Videos zu machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich finde das immer schön gelungen, muss aber ich sagen. Aber mich interessiert es natürlich auch, wenn ich mal andere sehe, wie sich da die Dreads entwickeln. Ich finde, ja, ja. Man steht ja gerne im Austausch, ne? Und das ist ganz spannend. Ja, das ist so, genau. Deswegen Zuschauervideos, wenn ihr da Bock drauf habt, ich sag's ja öfter mal zwischendurch wieder, könnt ihr die gerne schicken und das hilft ja irgendwie auch allen möglichen Leuten dann wiederum und ihr kriegt auch Tipps und dies, das. Also ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, finde ich. So, während ich das jetzt hier einhäkle, das Henlon-Haar in das blondierte Echthaar, in die Extension, muss ich jetzt schon sagen, das fühlt sich sehr schön fest an und vor allen Dingen in sich fest. Und es ist auch kein Problem, das einzuarbeiten. Also hier entsteht gerade echt eine schöne feste Stelle. Und ich glaube, damit kann man die ein oder anderen Extensions dann retten. Die, die jetzt wirklich kaum Halt mehr haben, die werde ich einfach mit Henlon-Haar wieder verlängern. Das haben wir ja, wie gesagt, auch schon angefangen vorhin. Ich glaube, 2 oder 3 Stück haben wir jetzt schon mit reingemacht. Am Ende sieht es aber auch immer ganz hübsch aus, wenn ihr gar nicht alles gleich lang habt. Also ich habe ja zum Beispiel auch bei mir wirklich viele unterschiedliche Längen an Dreads. Was ich aber ganz schön finde, so wie es verteilt ist. Da muss man halt so ein bisschen drauf gucken. Aber am Ende werden wir heute sehen, dass das dann wirklich richtig schön aussieht. Vielleicht wie so ein bisschen stufig oder so, stelle ich mir das jetzt vor. Da kann man ja auch so ein bisschen drauf achten, wie man das dann verteilt. So, wir haben jetzt hier das Henlon-Haar eingearbeitet. Sehen tut man davon optisch irgendwie gar nichts. Das finde ich auch ganz gut. Das trifft den Farbton der Extension auch prima, was wir jetzt heute hier haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht zu weiß oder zu dunkel, sondern wir haben Light Ash Blond. Das ist das Henlon-Haar vom Dreadshop. Dreadshop.de, da kriegt ihr das. Und wir haben jetzt diese Dread hier so bearbeitet. Ich finde, das ist ein schönes Ergebnis. Jenny, fühl mal, im Gegensatz zu vorher. Ja, also viel fester und dichter. Und ich merkst du, ne? Ja, da war ja so eine richtig dünne Stelle. Ja. Sehr schön, ja. Weil das finde ich nämlich, merkt man direkt schon, wenn man es reinhäkelt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Das könnte die Rettung für einige Dreads sein, ne? Ja, genau. Ja. Und Henlon-Haar gibt es ja in allen möglichen Farben. Das könnt ihr ja bestellen, wie ihr wollt. Nur immer dran denken, färben könnt ihr es nicht. Dann nimmt jetzt nichts großartig drauf an. Muss ich sagen. Also das funktioniert halt nicht. So, aber die haben wir auf jeden Fall auch gerettet. Und die ist wieder schön fest. Und die kann dann natürlich auch bleiben, weil alles, was funktioniert, das wollen wir ja auch behalten. So, jetzt machen wir weiter mit dem Single End, der ja wieder hier dran sollte, wo er war. Dafür nehme ich mir jetzt mal mein kleineres Dread-Werkzeug. Das ist dieses hier. Und fädle die Single End hier ein. Wobei, ich glaube, ich nehme doch ein größeres, weil die hat nämlich ein bisschen kleines Löchlein. Da will ich nichts zerquetschen. So, wir fädeln von unten nach oben in den Ansatz ein. Warum, zeige ich euch gleich. So, und zwar kommen wir hier dann schon wieder raus. Dann ziehen wir den Single End etwas runter. Und wenn er so drin steckt, dass die Schlaufe hier oben ist, hier der Ansatz und hier der Dread, der am Kopf befestigt ist, dann ist alles wunderbar. Dann nehmen wir das Dread-Werkzeug, stecken den Dread, der am Kopf ist, hier durch. Und gehen damit durch die Schlaufe von dem Single End und ziehen unsere Strähne, die an unserem Kopf wächst, hoch. Jetzt seht ihr, brauche ich eigentlich nur einmal festziehen und der Single End ist befestigt. Ich zeige es euch einmal. Zapp! So, und dann habt ihr diesen wunderbaren... Ich guck mal eben, ob die Kamera ist. Kannst du einmal nach da gucken, Jenny? Ja. Genau. Dann habt ihr eben diesen Ansatz hier. Hier ist der Dread am Kopf, hier ist der Single End. Und beides zusammen ist dann eben diese Verbindung. Und ihr habt ein bisschen mehr Fülle. Das Ganze ist wieder schön am Ansatz fertig. Das kann immer wieder schön hochgeschoben werden, sodass die Fülle auch von unten bleibt. Wir haben die Single-Ended alle etwas weiter nach unten gesetzt in den Nacken, damit das von unten nach oben so ein bisschen das Volumen gibt. Macht ja auch Sinn. So, jetzt werde ich hier nochmal den Single-End so ein bisschen einmal bearbeiten und einmal noch so ein bisschen nachhäkeln. Weil der ja auch jetzt mit der Zeit wieder etwas flusig geworden ist. Aber das ist alles kein Problem. Die sehen soweit noch ganz gut aus. Und genau.
Ich würde sagen, ich mache euch gleich mal so einen Zeitraffer rein, damit ihr ein bisschen so einen Überblick habt, was ich hier die ganze Zeit jetzt mache und könnt euch das dann angucken. Und wenn uns gleich noch was einfällt, wo bestimmt Sachen bei sein werden, wenn wir uns hier so unterhalten, wo wir noch dann das ein oder andere hier zu erzählen oder einen Tipp oder was, ne? Werden wir uns gleich auf jeden Fall nochmal wieder bei euch melden. Und bis dahin sage ich erstmal viel Spaß beim Zeitraffer, genießt die Musik und wir sehen uns später nochmal wieder. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier und zwar ist hier schon ein Dread, da ist die Extension ab. Da kommt jetzt gleich wieder Henlon-Haar dran, das zeige ich euch auch gleich, wie wir das machen. Vorher wird natürlich hier erstmal wieder einmal eben schön gemacht. Jetzt suche ich wieder meine Nadel. Heute ist Tag des Suchens für mich. Ich lege die ganze Zeit meine Sachen, meine Nadel irgendwo hin und bemerke nicht, wo ich sie hingelegt habe und suche sie dann schon wieder. Also heute ist schon wieder so ein Suchtag. Naja, sollen wir auch wohl irgendwie überstehen. Du musst mal einmal den Kopf, genau, ein bisschen nach hinten. Die Leute neigen ja immer dazu, nach vorne wegzuflüchten, weil man ja dem Ziepen entgehen möchte, verstehe ich auch. Ja, genau, so eine Fluchtreaktion. Genau. So, ihr wundert euch jetzt einfach mal nicht, dass Jennys Ansätze hier so nackig aussehen. Denn A, hat Jenny sehr dünnes, sehr, sehr dünnes, feines Haar. Daher rührt das auch, dass die Ansätze immer mal so ein bisschen nackig aussehen, wenn die frisch gemacht sind. Das haben wir aber auch vorher alles besprochen, also dir war das klar, ne Jenny, ja, dass das so, so kommen wird. Aber nach ein paar Tagen ist das eigentlich immer bei dir auch schon wieder relativ ja, kaschiert durch die Fisselhärchen, denke ich mir, oder? Ja, ja, genau. Es kommen Haare raus, es wachsen in den Scheiteln auch wieder neue Haare nach und dann ist es eigentlich so nach, ja, keine Ahnung, ein, zwei Wochen sieht es dann wieder etwas voller aus. Genau. Das ist halt immer so, wenn man wirklich weiches Haar hat und dann noch etwas fein, dann hat man das eben. Aber man kann halt trotzdem Dreads bekommen. Es muss einem nur klar sein, dass ein paar Tage nach der, nach dem Pflegetermin das alles erstmal ein bisschen nacksch aussieht. Mhm. Aber das wird sich geben und dagegen kann man ja auch immer mal was tun. Wir haben ja hier zum Beispiel das mit den Single Ends gemacht. Da wolltest du ja, glaube ich, auch noch ein paar mehr von gehabt haben damals dann, ne? Genau. Und das hat ja auch wirklich gut Fülle gegeben, fand ich, auf dem Foto, was du mir da geschickt hattest mal, ja, wo man das so schön sehen konnte. Hier kommt jetzt, Henlon-Haar dran. Das habe ich hier schon schön hängen. Wie gesagt, das ist das Aschblond, Light Aschblond von Dreadshop. Ich nehme, also ihr seht ja, wie dick der, die Extension ist es nicht. Es ist der Dread, der am Kopf ist. Wie dick der Dread am Kopf ist. Und da wollen wir dann halt so ein bisschen gucken, dass wir das so ein bisschen angleichen, dass das natürlich mit der Menge an Haaren passt. Bedenkt halt, dass ihr das hier ja doppelt nehmt, was ihr hier abnehmt. Das heißt, nehmt nicht zu viel. Denn ihr müsst auch noch gleich diese Strähne hier durchfädeln können. Also ich nehme mir jetzt ungefähr, ja, ich nehme mir genau diese Portion. Das ist nicht viel. Das sieht auch erstmal echt nicht viel aus, aber es reicht. So, jetzt hänge ich mein Dings da wieder hin, was ich gerade hatte, die Haare strähnen. Damit muss man immer sehr vorsichtig umgehen, denn wenn sich das verknotet, dann ist das echt nervig und man kriegt es auch ganz schwer wieder auseinander. So, jetzt suche ich mir hier eine feste, gute Stelle an dem Dread, ein bisschen weiter oben. Das hier kommt gleich alles, da wird quasi das Henlon-Haar mit angehäkelt, sodass wir da auch eine gute Verbindung kriegen. So, ich nehme mir ein Ende, habe es so in der Hand, dass ich hier gleich mit der Häkelnadel umwickeln kann, so, und ziehe es durch das Löchlein, was ich mir in dem Dread geschaffen habe. So, das kurze Ende ziehe ich hier durch und dann seht ihr, was ich meine, habe ich es quasi, ne? So. Durchgefädelt. Unten gucken wir, dass das schön gleich ist und jetzt haben wir natürlich auch schon ein bisschen mehr an Material.
Es wird aber auch ein bisschen dünner, weil der Dread nach unten ja auch dünner werden soll. Wird er ja hier auch schon und deswegen haben wir das schön angeglichen. So, jetzt muss ich hier einmal rübergreifen, um an meinen Kamm zu kommen. Ja, und jetzt mache ich das so, wie ihr es schon kennt. Also erstmal nehme ich hier unten das Stückchen nach unten vom Dread und topiere nur das Henlon-Haar. Henlon-Haar muss man so ein bisschen mehr topieren, weil das manchmal nicht so will. Das ist da so ein bisschen widerspenstig, aber eigentlich geht es doch ganz gut. Man muss halt nur ein bisschen, klein bisschen mehr topieren. Genau. So, jetzt haben wir hier eine ganz gute Stelle uns schon mal antopiert. Aufgrund der Länge ist das auch gar nicht so schlimm, wenn da was an Länge verloren geht, weil es ist trotzdem immer noch irre lang. Also ja, ich liebe es. Ihr habt da jetzt nicht so die Einbußen. Genau, Jenny freut sich schon die ganze Zeit. So, und jetzt nehme ich halt das Haar, was hier so verkruschelt ist, und ziehe das erstmal mit in den unteren Teil des Dreads, der am Kopf ist, damit wir hier schon mal eine schöne Verbindung schaffen, die auch hält. Und die vor allen Dingen optisch auch schön ist, weil sich das dann natürlich so ganz gut verbindet. So, das machen wir jetzt bis ganz runter, bis der Dread fertig ist. Jenny, zeig doch mal eben einen, den ich schon gemacht habe, der bei dir hängt, auf der anderen Seite sind die. Ja, Moment, ich sehe es ja nicht. Ach, da! Hier ist so ein mega schöner, langer. Also, das ist ja wirklich das... Du musst den mal nach hinten halten. Warte mal, ich zeig mal eben mit der Kamera. Das ist besser, wenn du den zeigst. Ne? So, hier. Da ist schon mal einer und ihr seht, der ist echt schön lang. Der Übergang ist auch total super geworden. Spitze haben wir jetzt offen gelassen und die wird mit Palmrollen in den nächsten ein, zwei Tagen auch so gefilzt aussehen, wie sie jetzt ist. Also von der Länge her ist das ganz schön. Ja, total. Und ich wollte noch was sagen zu den Zwischenräumen, also dass man die Kopfhaut jetzt nach dem Pflegetermin mehr sieht. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil ich mache gerne Tuchfrisuren und man kann in der Übergangszeit, bis die Haare wieder so ein bisschen nachgewachsen sind und rausgeflutscht sind, kann man da echt schön mit tricksen, dass man es halt wirklich nicht sieht und es auch gar nicht stört. Ja, das stimmt. Mit Tuchfrisuren kann man da echt so einiges auch mal kaschieren zwischendurch. Du hattest heute Morgen auch so eine schöne und... Ach, Jenny macht immer schöne Tuchfrisuren, habe ich auf ihren Fotos auch schon öfter jetzt gesehen. Sieht immer wirklich sehr hübsch aus. Danke. Bitte. Ja, also wir machen jetzt hier erstmal wieder weiter mit diesem Henlon-Stück, mit dieser Henlon-Strähne. Und so arbeite ich mich jetzt heute hier eigentlich durch. Und zwar, wir haben uns vorhin nämlich gesagt, so Mensch, Zeit ist ja heute auch so ein klein bisschen begrenzt, also auch kräftetechnisch dann, ne? Weil Jenny hat wie viel? 54 ja, Dreads. Genau. 54 Dreads und das dauert natürlich seine Zeit, bis die alle jetzt mit Henlon-Haar verlängert werden. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen das so, dass die Extensions, die noch gut sind, die lassen wir so, wie sie sind. Und bauen halt dazwischen, wo jetzt wirklich ein kurzer ist oder wo halt nicht mehr so viel Sinn ist, den zu retten, machen wir die Henlon-Strähnen rein und damit haben wir dann natürlich so ein schönes gemischtes Bild. Habe ich das vorhin schon gesagt? Ja, du hast gesagt, glaube ich, schon, dass dieses etwas gestufte dann kommt, aber ich finde das viel lebendiger, also ich finde das gar nicht so verkehrt. Dann habe ich es schon gesagt. Ich war heute ganz durcheinander, ich weiß schon nicht mal mehr, was ich schon gesagt habe und was nicht. Ja, lebendiger finde ich das auch, das ist dann so ein bisschen gemischter. Ja, genau. Ja, cool. Dann würde ich sagen, häkle ich hier mal fröhlich weiter und wir sehen uns gleich wieder. Ja, ihr Lieben, wir sind zurück zu euch gekommen. Wir haben heute tatsächlich nicht so irre viel Videomaterial gemacht. Ich habe das so entschieden, weil mir echt die Zeit weggelaufen ist. Es ist mittlerweile jetzt schon 18 Uhr und ich muss sagen, wir haben um 10 Uhr angefangen. Es ist, ist heute die Zeit gerannt. Wir haben aber auch eigentlich gar nicht getrödelt. Also nee, es war schon echt... Stimmt, total durchgezogen. Ja, so ein Durchheizen auf jeden Fall. Aber eigentlich hatten wir ja noch vor, den Undercut zu dreaden. Das habe ich leider nicht mehr geschafft. Wir waren jetzt sehr beschäftigt damit, erstmal überhaupt Pflege an sich, also von oben bis unten häkeln. Dann noch eben Extensions austauschen mit dem Henlon-Haar. Das haben wir auch teilweise gemacht.
Wir haben es jetzt nicht an allen Extensions gemacht, weil die, die jetzt noch dran sind, teilweise auch noch wirklich in Ordnung sind und halten. Ich habe auch bei jedem immer meinen Reißtest gemacht. Das kennt ihr ja noch aus meinen anderen Videos. Und wenn die halten, dann ist das auch erstmal gut. Jenny hat im Oktober wieder einen Termin. Sowieso zur Dreadpflege und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir es so machen, dass wir einfach jetzt Schritt für Schritt die Extensions austauschen und die, die noch gut sind, jetzt halt erst noch verbleiben, auch in ihrer Länge. Dafür haben wir es jetzt so gemacht, dass Jenny immer mal dazwischen diese langen jetzt hat. Ja, diese Rapunzelhaare. Ja, genau. Ja. Und die sind halt auch hier hinten weiter, habe ich sie auch mit verlängert, also da sind dann auch wieder diese langen Strähnen bei. Du kannst dich ja einmal kurz drehen, dann können die Zuschauer das sehen. So, nochmal einmal, genau. Guck mal einmal, ob ihr das auch sehen könnt. Genau. Da seht ihr auch, also es ist richtig schön füllig geworden, trotzdem, dass da jetzt kürzere Extensions bei sind. Das ist halt die Originallänge, wie sie vorher auch waren. Und ich finde aber trotzdem, dass wir hier ein schönes Volumen gekriegt haben, dadurch, dass wir jetzt das Henlon-Haar eingearbeitet haben. Das wird auf Dauer auch viel schöner und länger halten, diese Dreads davon. Und ja, das machen wir jetzt Schritt für Schritt, weil nach so einem 8-Stunden-Tag, muss ich auch zugeben, du kannst dich gerne wieder umdrehen, ist es irgendwann auch für mich als Dreaderin echt eine krasse Geschichte, weil hier und der Nacken und du stehst den ganzen Tag so, ist man auch schon fertig und derjenige, der hier sitzt, ist halt auch... Ja, also kann man sagen, ich meine, eigentlich sitzt man nur, aber trotzdem, also der Nacken und alles ist ja ein bisschen angespannt. Man hält ja auch immer gegen, weil genau. Einer zieht. Also es ist schon anstrengend und man weiß dann hinterher auch, was man getan hat, auch wenn man nicht viel getan hat, wenn man da sitzt. Aber man weiß ja auch wofür. Ja, genau. Also wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Das Ganze ist jetzt eher so ein Projekt auf jeden Fall. Eine spannende Reise. Genau. Ja. Und was wir aber schon auch festgestellt haben, was ich echt sagen muss, das freut mich richtig, dass Jennys Dreads, diese am Kopf jetzt direkt, ne, ihre eigenen Ansätze, das ist ja zum Beispiel so ein Stück hier schon, also ja, so. Ja. Die sind richtig schön fest geworden, in sich fest. Also da ist eine ganz tolle Festigkeit durch entstanden, jetzt auch schon durch die Zeit. Wie lange hast du deine Dreads jetzt? 253 Tage. Die Frau zählt die Tage. Ja, ich habe das aber auch in meinem Handy so halb eingestellt. Okay. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, das ist auf jeden Fall nur 8. Alles klar. Ja, aber auf jeden Fall cool. Und dafür, dass Jenny ja wirklich weiches, feines Haar hatte, was du ja auch immer noch hast, aber es wird ja jetzt entwickelt sich ja jetzt durch die Dreads anders. Ja. Hat sich das wirklich schön zusammen, also festgezogen in sich und wenn du irgendwann mal keine Extensions mehr hast, wird das sich super gut entwickeln. Tut es ja jetzt schon und da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg und ich bin da richtig glücklich und zufrieden mit, dass das jetzt alles so ist. Wir haben jetzt zwar noch so ein bisschen so einen Weg wieder vor uns, aber es ist ja auch mit Dreadlocks immer eine Phase der Entwicklung und ein Prozess. Und manchmal muss man halt so ein paar Umwege gehen, um zum Ziel zu kommen. Das habe ich selber bei meinen Dreads auch und kriegen wir aber auch alles im Griff. Ja, aber es ist ja irgendwie toll, dass man so schnell so eine Länge zaubern kann. Ja. Das würde jetzt mit normalen Haaren ja nicht so gehen. Genau, das stimmt. Das ist mal eben so zack. Genau. Also so zack jetzt auch nicht. Gereicht. Auf jeden Fall. Ja. Und den Undercut, den werden wir auch nochmal irgendwie dazu kriegen, dass der noch gedreadet ist. Das ist ja tatsächlich nicht viel, aber mir war heute wichtig, erstmal ein Gesamtbild wieder zu schaffen und nicht jetzt drei Sachen gleichzeitig anzufangen, da bin ich nicht so für. Ja, das war mir dann auch wichtiger. Ja, genau. Und somit haben wir heute eigentlich einen erfolgreichen Tag gehabt. Ihr habt jetzt nicht so ganz viel mitbekommen wie sonst. Es ist aber am Ende auch meistens immer das Gleiche, aber heute fand ich es mal ganz schön, euch mal zu erklären, wie es halt auch sein kann und welche Wege man gehen kann, um auch ans Ziel zu kommen. Ja, hast du noch was, Jenny? Ja, klar. Vielen, vielen lieben Dank. Also ich bin so wieder mal begeistert und ich freue mich auf den nächsten Termin. Und danke, dass du so lange, das muss man ja echt mal sagen, durchgezogen hast. Also ich kann das nicht begreifen, wie man so lange ohne Fingerkrämpfe mit, also Dankeschön. Respekt und ganz tolle Arbeit. Danke. Ich liebe ja meinen Job zum Glück auch, von daher. Ne? Ja. Aber witzigerweise, das erzähle ich euch jetzt noch mal ganz kurz, ne? Meine Hand, meine rechte Hand, hat einen eigenen Tick entwickelt. Das heißt, ich arbeite ja immer mit meiner Häkelnadel so. Und wenn ich abends fertig bin und zu Hause sitze und mein Handy zum Beispiel in der Hand habe oder irgendetwas anderes, macht mein Daumen immer so.
und ich merke das irgendwann gar nicht. Also das ist echt ein bisschen abgefahren, wie sich das dann verselbstständigt. Aber ich glaube, das ist einfach wirklich, weil ich den ganzen Tag dann so mache und der Daumen dann diese Bewegung braucht. Ja, das war nochmal kurz eine kleine Anekdote. So ihr Lieben, wir machen jetzt hier Feierabend. Ich danke euch fürs Zuschauen. Jenny macht ja immer mal wieder gerne Updates und wir halten euch da auch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und jetzt sagen wir zusammen Ade! Einen schönen Abend, alles Liebe, eure Schafati.